Hallo und herzlich willkommen bei Zu zweit verpeilt mit dem Bären mit Hosenträgern. Hallo. Heute wollten wir nochmal ein kleines Trichtersystem machen. Wie war das? Wir hatten ja die Erntemaschine gebaut mit Fighter Force. Und da wollte ich ein paar Trichter runterziehen. Ja, ich mache das hier mit der Maus, zeig das so in die Luft. Ach, ich baue es einfach mal und du wolltest ja mit Ziegel, Steinziegel. Genau, Wolltest wollte ja so ich ein mit bisschen was verblenden, damit es bisschen auch hübsch hübscher machen. aussieht. Genau. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, jetzt in der Aufnahmepause Terraforming zu betreiben, weil mich das gerade so ein bisschen angekotzt hat. Beim Rumrennen überall diese hässlichen Löcher und die habe ich jetzt alle mal erstmal ein bisschen dicht gemacht und alles nochmal ein bisschen gerade gezogen. Also nicht wundern, wenn das nicht mehr ganz so hundertprozentig aussieht wie in der Folge zuvor. Dann habe ich mir auch noch die Freiheit genommen und habe mal die Zäune repariert, die wir ja schon seit Wochen stehen lassen haben, so provisorisch. Ach stimmt, wo wir die Blöcke nur noch eingesetzt haben. Oh, ich brauche noch viel mehr Holz. Wir haben ja noch einen kleinen Vorrat. Und dann habe ich mir gedacht, ich baue uns auch gleich noch eine Treppe nach oben, dass man da etwas angenehmer hochkommen kann. Ist doch schön. Dann nimmt das hier, kommen wir irgendwann mal aus diesem, aus dieser kleinen Höhle raus. Der Umzug wird auf jeden Fall hier hart, die ganzen Kisten, die wir so haben, obwohl, geht eigentlich. Das geht. Jo, machen wir uns einen schönen, unter der Erntefarm, ein schönes Lager und dann fangen wir auch an, mal ein schönes Haus zu bauen. Du wolltest ja irgendwas Blockhausmäßiges bauen, aber Ja, ich dachte mir so richtig, ja, kein Palast, aber etwas in die Richtung. Wenn wir halt weitere Besucher haben, dann kriegt jeder sein eigenes Zimmer. Groß genug zum selber einrichten, ganz wie er es mag, oder sie. Falls wir oder denn dann mal es ein paar Gäste haben. auf jeden Fall. Und muss ich mal ganz kurz schauen. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was an Wand abzutragen sein. Wird schon, wird schon. Wir haben ja Zeit, wenn wir nicht gerade arbeiten. Oder, naja, tun wir mit einer Abendschule und arbeiten. Das wird ja alles schon. So, ich hab mir Mein mal. Kater hat gerade wieder seine 5 Minuten. Auch sehr schön. Überhaupt nicht. So, dann müsste hier den. Ich hoffe, ich habe genug Trichter. Mist. Okay. Hier wieder Wasser fließen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, ich habe wieder zu wenig Trichter eingepackt. Ich dachte, es wäre kleiner. So. Brauche ich noch eins. Fünf bräuchte ich noch. Und dann kann das alles gleich da runterfließen in die Kiste. Okay. Kleine Treppe. Man legt bloß noch ein bisschen an. Joa, ne, das ist so die Pläne, die wir so haben. Alles ein bisschen hübscher wird und Dass wir nicht wieder in einer Höhle leben, die Höhlenmenschen oder Aussteiger, die leider gestrandet sind. Ja, gibt's alles. Leider Gottes. so. Mehr Holz. Wenn das jetzt die Grundebene ist,
So, mehr Stein. So, dann suchen wir noch ein bisschen und da ein bisschen. So, dann hätten wir genug Trichter. Unsere Ernte muss ja auch noch bald soweit sein. Zumindest ein Teil davon. Und dann wird es schon. So, wir sind schon noch ein bisschen platt, ist schon spät in der Nacht. Und wir sind vom Osterl. Ja, ich habe ja mal gesagt, dass wir mehrere Folgen mal aufnehmen, weil wir das alles nicht so schaffen von der Zeit her, die wir zur Verfügung haben. Aber Hurra! die Sprache ist auch schon wieder. Ja, gerade wenn man baut, man will sich ein bisschen konzentrieren, besonders wenn der Kater gerade wieder ausrastet und die Küche auseinandernimmt. Lass ihn doch, der will nur spielen. Am Ende brennt die Wohnung. Ach, der hat doch gar keinen Daumen, um irgendwas anzuzünden. Er kann seinen Schwanz anzünden. Und dann rennt er im Kreis. Aber so wie das klingt, will er eigentlich nur sein Fressen gerade wieder verscharren. Okay. Ja, zum Glück habe ich so eine leichte Katzenallergie. Zum Glück. Ja, ich und eine Katze, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ohne Allergie, ja. Oh, jetzt ist ja einer da runtergefallen. Geronimo. Das ist der. Ach, ich muss ja. Raus, raus, raus. Ich ganz kurz überlegen. Und da ist das hier unten auch angekommen. Das sind ja alle Trichter da reingefallen. Und das wolltest du ja noch verblenden. Ah, ich wollte ja noch ein bisschen ein paar Stone Bricks. Walls, was auch immer. Also Stein. Haben wir zufällig noch? Ich komme selber mit. Was brauchst du denn? Holz. Schwarzeiche in Reinkultur. Ja. Haben wir noch drei Stacks? Schwarzeiche. Weiß nicht, ob einer reicht. Zwei bräuchte ich. Wenn, dann haben wir da hinten noch einen Wald. Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Achso, mit deiner. Die Steine habe ich alle weg. Also soll die vordere Wand eigentlich noch irgendwas. Wolltest du aus Glas machen, oder? Ich wollte da schon noch eine Glaswand machen, ja. Oh, reines Glas, oder? Das weiß ich noch nicht. Ich Also bei glaube. mir sieht auch Glas in jeder Form gut aus. Okay. Ist mir egal. Wir haben, glaube ich, wenn wir Glasscheiben machen, insgesamt ein bisschen mehr davon. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Scheiben macht. Bist du jetzt eigentlich hin? Ich bin kurz raus, hab was geguckt. Da. Hungrig. Butter, Holz. Holz. Hier haben wir schon mal ein bisschen Glas. Ich weiß nicht mehr, wie man die macht. Das waren auch mehrere Scheiben mit Ach nebeneinander. nee. Nee, ist auch nicht. Ah. Hab's herausgefunden. Also das ganze Ding voller Glas, ja, die ganze Scheibe. Also Die die Wand. Rückwand, ja. Okay. War schon mal ein Stack. Ich weiß halt nur noch nicht, ob wir. Ach so, machst du das? Wie mache ich was? Ich dachte, es wird mittels Wasser quasi zu einem Trichter hier unten runtergeführt. Nee, es wird von Trichtern zu Trichtern geführt. So. Ja. Okay, das. Das muss verblendet werden. Ja. Nee, ich dachte, wir haben hier, wenn das dann runtergeführt wird,
Einmal komplett eine Wasserwand bis hier unten zu einem Trichter. Okay, nö, es ist ein Trichter, Trichter, Trichter. Trichter, Trichter, Weil Trichter. dann brauchen wir gar nicht so viel Glas, wenn es eh verblendet werden muss. Okay. Beziehungsweise wir könnten Du kannst hier die Mittelsäule hier hochziehen. so, ja. Und dann nebenan nochmal zwei. Machst du eine dicke Säule? Ach, du machst das mit Holz. Ja, so als kleiner optischer Unterschied. Okay. Aua. Quasi als Tragebalken. Und dann den Rest hier, die Seiten voll mit Glas. Teilweise, ja. Also ich mit teilweise, ich würde jetzt anfangen, deswegen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wo ist denn jetzt? Das hier? Das ist hier, Mache noch ein bisschen Licht, weil ist mir hier zu dunkel. wieso denn bloß? Ein bisschen Licht schadet nicht. Rhymes ist sogar, also muss es wahr sein. So. 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 Huch. Ah. Okay, sonst hätte ich's. So. Wie viel Platz haben wir denn jetzt hier? Das sind jetzt eins, zwei, drei, Mach du vier. mal den Künstlerisches, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte meine Rüstung noch mal ein bisschen reparieren. Und dann komme ich gleich wieder zurück mit dem Glas. Nein! War kurz geschockt zurückgeguckt, wer weiß, was passiert, überall kommt Wasser raus. Ich will nur schon mal so eine halbwegs Symmetrie drin haben. Genau, so rum. So, dann habe ich da was und dann muss ich ein bisschen was loswerden. Bin ja immer voll mit allem möglichen Zeug. Gut. Woanders liegt. Ich auch nicht. Gar kein Plan. Welchen behalte ich? Trichter. Und ich mache einfach ein Werkzeuge. Dim, 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 dim. Und dann mal alles nach und nach reparieren. Oh. Jetzt brauche ich wieder Konstruktionserde. Willkommen bei Zu zweit verpeilt. Warum sollte nur alles immer alleine verpeilt sein? Ich habe ja Erde da. So ist nicht. Aber dann haut das gerade irgendwie nicht ganz so hin. Okay, ja, das war's mit dem Amboss. Ich bin zum Glück fertig geworden. Dann mache ich nochmal schnell einen Amboss. Es könnte. Nein, das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Kannst du mir eine Axt mitbringen? Ich habe sogar eine bei, glaube ich. Eine Axt, eine Axt. Muss ich denn schon eine benutzen oder willst du eine ganze? Ist egal. Ah, ich Hauptsache, man kann. kann Holz abbauen. Und ich füge mal zwei zusammen und dann bringe ich hier eine frische auch noch. Ach, du bist so gut zu mir. Ausnahmsweise. Jetzt gibt's immer nur Schläge. Ah! Sei ruhig und dekoriere. Jawollo. Dir wird nicht gefallen, was ich hier mache, aber ich muss. Was tust du?
Ich mache den Sachen kaputt. Okay, hier kommt Wasser raus. Warum? Weil ich Sachen kaputt mache. So, dann brauche ich noch mehr Konstruktionserde. Hätte ich auch. Habe ich. Habe ich. Zack. Lass mich. Lass mich. Ich fange schon mal mit dem Glas. Glas. Drück mich nicht weg! Nein! Ah! Ups. Geht doch. Nein. Warum tut es das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, noch Konstruktionserde. Da hat man bei. So. Aua. Falls wir hier noch ganz schnell holen müssen, dass ich das erstmal da. Den Boden müssen wir eh rausheben. Okay. Sieht das schon mal so aus, wie es aussieht. Genau. Gott, sieht das kacke bei mir aus. Ja, bei mir sieht's auch nicht, deswegen nehme ich meistens Glas an in Reinform. Es geht bei mir, aber es sieht nicht so schlimm aus wie im Default-Modus. Okay. Also ein bisschen besser, also normales Glas sieht, glaube ich, bei mir auch besser aus. So. Konstruktionserde. So, du wolltest jetzt noch eine Axt haben. Schmeiß ich mal hier unten hin. Was denn? Und hier wieder runter. Danke. Und wieder hoch. Und runter. Jetzt bin ich nach. Jetzt bin ich fern. So, Ernte geht auf jeden Fall auch ein bisschen. Ich guck mal, ob das mit Glas besser aussieht. Sonst ändere ich das nochmal, hau das alles weg. Es sieht eigentlich genauso aus, bloß dass es dunkler ist. Okay. Das irritiert aber auch nicht so stark. Ich glaube, ich mache das aus Glas, normalem Glas. Mach, wie du denkst. Sieht besser aus. Okay. Ich verballere zwar den ganzen Sandbestand, aber... Ja, mei. Ja, mei. Wollen wir uns einfach hier Sand? Jo, geht hier eine Folge drauf. Mit Sand. Dafür bauen wir doch jetzt auch was Schönes. Auf jeden Fall. Also, so Sachen aus dem Nichts erschaffen geht nur im Kreativmodus und den haben wir halt hier halt nur für Spock kurz drin gehabt. Auf jeden Fall. Das ist auch besser so. Wer weiß, was wir hier für kranke Dinge machen würden. Einen riesengroßen Roboter bauen. Mit dem ich Fighter Force dann ärgern kann. Dann haben wir erstmal hier ein bisschen Sand. So. Das ist der Rahmen. Das
vorher noch ein bisschen Kohle nachlegen. Und ein bisschen was gefunden auf unserer Irrfahrt. Ja, ich habe ja erst seit dem Gießen der tollen Steine die Kohle nachgelegt. Okay. So. Was ist das? Das ist die Frage, ziehen wir das hier runter? Ja, würde ich sagen. Was willst du runterziehen? Na die jetzt. Wand? Nee, Steine. Okay. Das habe ich gerade gesagt. Also Holz. Holz meine ich, Holz. Ist hier noch mehr von diesen tollen. Dass wir diesen speziellen Look drin haben. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe es nur irgendwo bei anderen gesehen. Ich klaue es einfach. Ist ja Plagiat. Auch ich bin Pole, ich darf das. Wenn jemand ein Problem damit hat, klaue ich dir dein Auto. Ich distanziere mich hiermit offiziell von den Aussagen des Herrn Brackkatzes. Ich finde das nicht gut. Das war's damit. So viel zu deinem Jaguar. Jaguar. Als wenn wir Autos hätten. Was ist das? Autos? Was? Ja, das ist die kleine Variante von dem Ding, womit wir mal fahren, die großen gelben. Ach so. Bloß ein klein. Großen Toiletten. Also für alles Grüßen. Ja, so ist das aber manchmal. Manchmal riechen die halt so. Ja, was war denn euer schlimmstes Erlebnis denn mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Meins, und das ist ungelogen wirklich so passiert, war, als ich noch in Berlin war, und mit Angelus in der gleichen Firma gearbeitet habe, hatte ich Feierabend. Gehe auf den Bahnhof, denkt mir nichts Böses, fahrt auf meine Bahn. Bahn kommt, ich steig ein, denk mir immer noch nichts Böses, wundere mich nur, warum hinten die Ecke so leer ist, weil da sonst immer recht viele Menschen erfahrungsgemäß sitzen. Und dann gehe ich in die Viererabteilung und da ist ein riesengroßer Haufen Kot. Ungelogen, so groß wie mein Bein. Ich weiß nicht, was das für ein Tier war, aber ich bin 1,90 groß. Entsprechend große Beine habe ich. Ich glaube, es war eine Mischung aus Pferd und Hund. Und diese irischen Wolfshunde, die machen großen Haufen. Ich weiß es nicht. Aber es war so ekelhaft. Also mein schlimmstes Erlebnis in der Bahn, da habe ich, bin ich aber auch zu dieser Firma, wo wir zusammengearbeitet haben, gefahren. Und es war Winter gewesen, extrem kalt. Und natürlich sind die Heizungen in der Bahn natürlich volle Pulle an. Und ich gehe auch in diese eine Ecke, wo so die Vierersitze sind. Und da riecht es aber auch schon so echt übel, wa? Okay, ich dachte, ah, eine Station, na, warum hinsetzen? Hab mich da aber so hingestellt. Und dann ist da eine Straßenpizza. Und die war dann genau auf dem, ja, auf der Sitzbank, wo die Heizung drunter ist. Ja. Fand ich natürlich nicht geil, aber ja, es war Wochenende gewesen und waren wir alle feiern und kotzen. Ach, Leute. Feiern ist nicht gut, wenn ihr davon kotzen müsst. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist alles Verschwendung. Ja, und am nächsten Tag steige ich an der gleichen Stelle in die Bahn. Und es riecht schon wieder so und die Straßenpizza war immer noch da. Der gleiche Sitz, die gleiche Straßenpizza, wie kann man sowas übersehen? Na, vielleicht war ein Anfänger da bei der Putzkolonne, der hat sich nicht getraut. Oder hat geschwiegen. Ich würde das auch nicht lecker finden, wenn ich so den Job machen müsste, aber
Irgendeiner muss ihn machen, sonst ist die ganze Bahn voller Straßenpfützen. Aber das war echt einer, ich glaube, das ekelhaftes Erlebnis. Zum Glück haben wir diese Endprodukte nur gesehen. Ich kenne noch viel schlimmere Stories darüber, wie Leute gesehen haben, wie diese Konstrukte entstanden sind. So mitten in aller Öffentlichkeit. Aber egal, es gibt merkwürdige Menschen. Merkwürdig ist da gar kein Ausdruck eigentlich. Unmenschlich Tiere. Die große Haufen machen. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Glas dann noch übrig. Okay. Ist wieder dunkel, dunkel. Die Frage ist, wie viel ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 11, 12, 13, 17, 17. 17. 4, 8, 12, 15, 15. Also 2 kann ich noch reinziehen. Hier. Gut. Hier. Haut das hin? 1, 2, 3, 4. Nee, das haut nicht hin. Kommt der Nein, eine? da habe ich was vergessen. Kommt der Eingang trotzdem hierher, weil dann können wir wenigstens die Zweiertür machen. So, dann ist die Glasfront schon mal. Ich weiß gar nicht, welche Himmelsrichtung das ist. Aber dann ist es zumindest schön hell. Oben noch ein bisschen was abdichten, weil das tropft hier die ganze Zeit. Ja, das kommt dann noch. Dafür habe ich ja die Axt verlangt. Weil ich vor allem auch die Innenlinie falsch gezogen habe. Okay. Also das meiste ist hier schon durch, sehe ich gerade. Das meiste. Das meiste, ja. Wie sie stehen da am Anfang, mein Freund. Nicht meine, von der Saat. Achso. Da würde ich gern mal die anschmeißen. Das ist zwar nicht hundertprozentig, aber ja, 95% sind durch von der ganzen Sache. Da Ja, würde mach ich die mal. mal anschmeißen. So, dann fährt jetzt das, der Sand runter und das Wasser fließt und treibt hier alles. Okay, irgendwie bleiben manche Dinge nach oben hängen. Ja, nicht ganz perfekt, aber egal, da waren nur zwei Seeds. Und wieder hoch. Okay, es ist auch dunkel drin. Und es füllt sich. Ja, wenn die voll sind, die Trichter, dann dauert es ein bisschen länger. Ich nehme mal ein paar Seeds und alles raus und bepflanze das wieder neu. Mach das. Leider muss man das immer wieder selber von Hand machen. Ja, es gibt Schlimmeres. Aber es farmt sich auf jeden Fall ab von alleine. 30. Platz haben wir denn dann hier Gut, wir haben von? auf jeden Fall genug zu futtern. So, ein bisschen Wasser müssen wir wieder dicht machen hier. Es gibt Schlimmeres. Ernsthaft, du spawnst hier mitten in der Luft über meiner Treppe. Was spawnt da? Hier diese komischen hässlichen Büsche, die kaputt sind. Die immer noch in der Luft stehen. Ja. Merkwürdig. Langsam merke ich aber auch die Zeit. Kannst die Zeit merken.
Ja. Völlig alles zertrampelt, da musst du wieder von unten. Also ich merke schon, wir müssen uns noch eine einen Weg von hinten nach unten überlegen. Von hinten nach unten. Ja, von der Glasscheibe. Müssen wir uns da noch irgendwie eine Leiter oder sowas anmachen? Okay. Enderman? Warum bist du so schnell? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, diese Wassertreppe. Der Enderman ist nicht glücklich darüber, dass er runtergefallen ist. Kann von hier aus auch den Ding sehen, den Gewitterturm. Yay. Jedenfalls ein Teil davon. Bin schon wieder runtergefallen. Enderman, du hast keine Chance gegen mich. Bist du immer noch bei dem? So, ich dachte, da hinten wäre einer. Das war wieder ein Pferd. Die machen mich fertig. So. Ist das hier und das hier und... Sieht doch alles schon mal relativ gut aus. Dafür, dass es noch nicht fertig ist. Relativ. Also muss noch einiges gemacht werden. Ja, die Seiten hier zu und... Ich weiß auch noch nicht, wie das dann endgültig aussehen soll. Ich habe da noch keine wirkliche Vision. Ist okay. Nach und nach, wir haben ja noch tausende von Folgen vor uns. Yay! Hexer. Und ihr werdet sie alle lieben. So Was wahr ich gibst hier du? sitze. Du stehst doch, gibst zu. Essen. Ja, ich mach sie kaputt. Komm ruhig an. Bam. Ich komme hier nicht ran. Ich nehme mal Pfeil und Bogen. So. Was Interessantes gedroppt? Was wird da? Ist ja klar. Dann sage ich mal, war's das für diese Folge? Jo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten. Im Daumen Daumen rauf, rauf. Mach's gut, mach's süß. wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da oder einen Kommentar oder sonst irgendwas. Wenn nicht, lasst auch irgendwas da und wenn es nur ein Scheißhaufen ist, wie in der Bahn. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Enderman, Enderman. Das ist nicht ein Blumen, ey. Ist er Ich denn? weiß immer, von wo du kommst. Er steckt da dir zwischen in den... Oh, komm schon. Hier. Komm her. Hast du ihn jetzt? Du weißt, dass du dich Ja. Ich Okay. wollte den Schwierigkeitsgrad neu erhöhen. Haut rein. Tschaußen.